Seid ihr da? Ja. Okay. Oh. Oh. Hallo. Tag. Ein Aufzug. Toll, wir hatten schon lange keine Aufzüge mehr. Das stimmt. Seid ihr da? Ja. Enzo, du bist mir wirklich sehr nah. Hallo, guten Tag. Eine Münze. Oh, ich hab's doch. Oh Gott, der Enzo wird so oft sterben. Oh nein. Ich meine natürlich, yay! Oh, das ist ja supi. Siehst du, das habe ich gemeint vorhin. Ja, ist natürlich schlecht, dass jetzt gerade dunkel ist. Das habe ich von unten gesehen. Ja. Hier ist ein Seil, da steht benutzen. Saal? Seil. Achso, ja, und wo geht das hin? Weiß ich nicht. Benötigt einen Hammer. Hier drüben die Tür. Oh! Habt ihr gehört? Da ist eine Tür, die einen Hammer benötigt. Mhm. Man kann da nicht drauf, man muss benötigt Zahnrad. Okay. Ich fange mal an mit Sterben, ja? Yay! Achso, oh. Hä? Man fällt gar nicht runter, man fällt nur hier drauf. Und dann? Wo kommt man jetzt? Ach, dann ist hier eine Leiter, das ist ja praktisch. Wo ist denn die Leiter? Ach, da, ist ja praktisch. Ich bin auch unten. Der Enzo, wäre lustig, wenn der Enzo es einfach schaffen würde, direkt am Netz vorbeizufallen. Ja. Okay, ich bin schon mal hier drüben. Ich weiß halt leider nicht so richtig, wo ich weiterspringen muss, weil ich nichts sehe. Ich sehe nämlich auch nichts. Hä, hier geht's doch gar nicht lang, oder doch? Geht's hier, ne? Da kann man irgendwie drauf? Nee. Wo muss man denn weiter? Nicht wahr. Ach, da drüben. Oh Gott, ja. Das schaffe ich nie im Leben. Doch, das geht. Müsst ja timen. Ah! Ich bin zwischen... Ich hab's geschafft. Ich sag's doch. Ich hab's doch gesagt. Also wir müssen da links, rechts weiter, ne? Ja, okay. Oh. Hä? Wie soll man denn da hinkommen? Ach so. Und danach muss ich geduckt werden. Ja, oh. Ich muss erstmal da vorbeikommen. Ich weiß nicht so richtig wie. Oh, so. Um Gottes Willen, was ist das denn? Puh. Wie ducke ich mich? So. Ach, Mann, das ist doch... Wo dann hin? Hier ist ja alles zu. Ah, nein, das ist ja voll gemein gewesen jetzt. Ich weiß nicht, wie weiter. Ich sehe nichts. Ich bin unten drunter. Ach so, hier. Ich hab's geschafft. Der hat mich hier weggeschoben. Ich bin unten drunter. Ach, ist doch nicht wahr. Komm ich da hoch wieder? Nö, natürlich nicht. Mann! Ach ja, genau. Da fällt's ja auch noch ins Wasser. Hä? Ah, oh Gott! Oh Gott! Bin gleich wieder da! Mhm. Da bin ich mal die erste Hürde. Ja, das ist jetzt, also das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir da durch sind, ne? Das klang aber jetzt schon ein bisschen gruselig, muss sagen. Der Vorteil ist, wenn du einmal bei der zweiten Hürde bist und dort ins Netz fällst, hast du so einen Shortcut, dass du direkt wieder bei der zweiten rauskommst. Du musst die also nicht jedes Mal neu machen, alle. Enzo. Es sei denn natürlich, du fällst... Was ja. Oh! War hier gerade schon eine Leiter? Oh! Ach so, das war das mit der Mama. Ja, das darf doch nicht wahr sein.
La 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 la. Was passiert, wenn man da nochmal dreht? Oh. Dann geht er wieder dahin. Ah ja. Das ist ja ein tolles Spiel. Ja, das ist super. Also das erste packe ich jetzt einfach. Hi. Hi. Ah! Ihr habt mich schon wieder hier hin. Ich muss schon wieder runter. Das Ding ist halt ätzend, ne? Wieso bist du nicht hier? Guck mal, wo ich bin. Du siehst mich gar nicht. Du siehst mich gar nicht. Ich kann gar nicht gucken. Guck jetzt, wo ich bin. Hallo. Hallo. Wie gemein ist das denn? Aber guck mal, hier wäre der Shortcut, dass du direkt zum zweiten kommst. Toll. Das ist ja super. Ich helfe gern. Ach ja, schön. Es ist einfach schön. Ne? So. Bei mir, weißt du, ich spiele hier heute den Aufzugssimulator. Ah! Vielleicht soll ich den Aufzug einfach direkt nach unten schicken, wenn ich oben angekommen bin. Ich finde den gar nicht erst mehr, den Ventilator, sag ich schon. Den Aufzug. Hä, wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hä, wie, du hast keine Ahnung, wo du bist? Ich bin runtergefallen irgendwie. Okay. Ich bin jetzt hier an diesem komischen blauen Balkon. Dann geh von dem Balkon weg in die andere Richtung. Gerade vom Balkon. Hallo, hier, guck dich um, guck dich um. Siehst du mich? Nee, vielleicht nicht, während du hinter der Säule stehst. Geh mal noch einen Schritt vor oder zurück. Jetzt stehst du komplett hinter der Säule. Enzo, du musst schon mit mir arbeiten. Wie soll man denn? Siehst du mich jetzt? Hallo? Hallo? Ja. Gut, hier musst du hin. Wieso? Du hast deine Machete ins Wasser geworfen. Ach nein. Da freut er sich so sehr, weißt du. So, und hier ist der Eingang. Wenn du deine Machete zurück hast, ne, kommst du wieder hin. Die hole ich nicht. Ach, da bist du. Flop. Wie? Kann ich ihn runterschicken? Nee, kann ich. Ich kann den leider nicht runterschicken. Tut mir leid, Enzo. Alles gut. Guck mal, es wird Tag. Ich überlege halt jetzt die ganze Zeit, wie man das machen soll hier. Okay. Wo ist denn die andere Leiter? Oh, fuck. Hallo, wo ist die Leiter? Hi. Da. Hm? Ach so, ah, okay. Ich weiß halt überhaupt nicht. Habe ich nicht drüber nachgedacht, während ich gesprungen bin. So. Spring einfach los. Wow. Dankeschön, Spiel, danke. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie man bei der nächsten dann weiterkommen soll, echt. Oh, was gibt's denn los? Hä, hier? Da war ich aber schon weiter. Ja, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Mit dem nächsten, nicht mit dem Ducken, sondern nein! Mit dem nächsten. Das da, genau, wo du gerade runtergefallen bist. Du musst springen und ducken. Quasi. Falsch. Ja, aber das ist, Alter. Wirklich jetzt. Alter. Wird's gut, dass wir weiter runterfallen, die Deppen. So, nicht einfach springen. Erst springen, wenn du darfst. So ist gut. Mein Gott. Nein! Oh, das war knapp. Oh nee, nein. Hallo, willst du mir in die Arme springen oder was? Ja, schon. Ich habe mich jetzt so gefreut, dich zu sehen. Ja, ich merke das schon. Ich komme nicht mehr über das erste Flügelrad drüber. Doch, Enzo, das schaffst du. You can do it. Ich schaff's noch nicht mal auf die zweite Plattform zu springen, das ist viel schlimmer. Da ist noch nicht mal irgendwas, was mich runterschubst. Nein, du lässt mich jetzt hier rüber. Oh Gott sei Dank. Nein! Oh Mann.
Das ist gemein, das Spiel. Wir schaffen das schon irgendwann. Ja. Hallo Enzo, du hast es doch hier. Ist doch super, du bist doch da. Nein. Enzo? Wo bin ich denn jetzt? Wieso tust du das? Ach nee. Hey da. Ach, duck dich doch! Wo bin ich? Das ist echt, also keiner wird dieses Let's Play gucken, ich sag's euch. Ist ja der Fallsimulator, hallo. Ah nein, oh. Zu früh! Ich weiß nicht, wo bin ich? In der Ecke. Ja, aber wo muss ich hin? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es weitergeht. Hoch, runter, runter. Duck dich. Nein, und jetzt links. Da, runter. Ah! Cool. Danke. Bitte. Natürlich sind hier noch mehr von den Dingern. Natürlich, warum auch nicht? Was hast du denn gedacht? Die sind hier überall. Ich frage mich, ob irgendwer jemals irgendwo ankommt von uns. Okay. So, dann muss ich jetzt. Ist halt echt beschissen, ne? Rauszufinden, wo man dann immer als nächstes hin muss, so richtig. Oh Gott, ich bin bei dir. Okay. Also fast. Okay. Erschreck mich nicht so! Ich kann hier was benutzen. Benutz was. Soll ich oder soll ich auf euch warten? Nein, benutz es. Vielleicht hilft uns das ja hochzukommen. Toll. Ach, guck mal. Ja! Benutz es nochmal. Aber sowas. Ja! Von. Enzo, komm ins Netz. Du musst nur das erste schaffen, Enzo. Und dann muss er noch springen im richtigen Moment. Ich benutze nochmal. Ich benutze es nochmal. Enzo, findest du schon wieder den Aufzug nicht, oder? Doch, ich stehe davor. Enzo, was ist denn los? Benutze es nochmal. Sag mal, das geht nicht. Vielleicht Ganz musst du auf die... Jetzt, ja? Wollen wir das? Doch, ich kann hier schon springen. Ah, jetzt. Ja, okay. Enzo, sag Bescheid, wenn du am Netz bist. Ich lass schon mal das Fass wieder runter. Ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er. Ja, okay. Enzo? Jetzt hier zu uns. Hier rüber zu dem grünen Fass. Und dann springst du einfach auf das Fass. Das dauert eventuell auch ein paar Mal, aber dann musst du zumindest den Quatsch nicht machen, die Phoenix für uns getan hat. Ach so. Hä? Wo bist du? Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Er ist nicht aufs Fass gesprungen. Er steht unter dem Fass. Was okay, ich lasse das Fass nochmal runter, Enzo. Er hätte jetzt auch auf der Kiste versuchen können. So. Ach, Bescheid, wenn du auf dem Fass stehst. Er steht drauf. Enzo, warum redest du nicht mehr? Jetzt rede mit uns! Ja, ja! Mann, ey! So. Er steht... Jetzt geh mal. Gemacht. Geh mal. Enzo, hör auf zu verzweifeln und geh auf die Kiste. Wieso machst du das denn? Du musst einfach warten, bis es ganz oben ist. Nein, er ist runtergerutscht. Ach so. Das fällt nicht wieder runter. Warte. Ich bin zwischendurch irgendwie gesprungen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hilft. Jetzt stehe ich, glaube ich, genau drauf. So, und dann musst du nur hier rüber springen. Ja, das ist auch nicht so einfach. So, easy. Okay, Gott sei Dank. Ich möchte nur kurz betonen, ich habe es geschafft. Ich habe einen Hammer gefunden. Ja, toll. Jetzt müssen wir wieder runter? Nein, jetzt warte. Hier ist ja noch... Hier ist ein Zahnrad. Nee, hier benötigt man ein Zahnrad? Benötigt ein Zahnrad. Ach, da müssen wir wahrscheinlich...
Wie wär's, wenn einer hier bleibt, der dann die Tonne benutzen kann? Hm? Ich. Okay. Okay. Jetzt müssen wir aber wieder darüber, ne? Obwohl, nee, das geht ja. Dann kommen wir ja hier in das Netz und dann ist ja nicht so dramatisch. Mhm. Der Enzo hat einfach die Schnauze voll. Oh nein, was brauche ich? Wasser. Okay. Warte, ich muss mal eben noch was essen. Ja. Hi. Hi. Ich sehe einfach dein Gesicht dadurch. Diese Mahlzeit ist nicht so ganz gelungen. Überreste. Versuch mal, ne? Ja, versuch mal. Ja, bring ein bisschen Wasser. Genau das brauche ich gerade. Von daher, was habe ich denn noch so? Was habe ich denn das alles her? Biokraftstoff. Auch gut. Komm mal gebrauchen. Ich esse mal gerade ein bisschen und so, ja? Weil, ja, mach ruhig. Ich brauche auch ein bisschen was gerade. So. So. Ihr bereit? Si. Rabams! Hallo, guten Abend. Okay, okay. Oh, viel Spaß. Scheiße. Geh mal vor, bitte. Leave Utopia to me. Wo ist denn Olaf? Da drüben! Ah. Der Olaf. Da unten ein Zahnräder. Ich springe einfach mal, ja? Ich glaube, Enzo, du solltest doch hierher kommen. Ja. Hä? Was ist das? Ach so. Okay, ich komme. Ihr seid einfach runtergesprungen, ne? Ach, können wir das jetzt einfach darüber bringen? Oder? Nee, ich kann damit nicht. Hä? Hallo? Warte mal. Hier sind Hier drüber, ja. Ich glaube, wir müssen eventuell ein... Eins? Wo gehe ich benutzen. Hin? Benutzen? Ach, hier, warte. Hier ist eine Plattform, die muss runter. Eins benutzen. Oh. Da ist jetzt ein Ding mit einer Eins drauf. Okay. Und jetzt was soll... Ach so. Wir müssen da drüben aber wieder Zahnräder reintun, ne? Oh Gott. Das ist wieder so ein blödes Rätsel. Wir müssen zur 2. Die 1 ist jetzt drauf. Die 2, wo war die? Da drüben? Die ist da drüben, ja. Warte, ich hol mir die Kiste. Ich gehe hin. Bin drüben. Okay. Dann gehe ich zur 3 schon mal. Ja, die ist da oben. Wo ist denn die 2? Genau. Warte. Uah. Ich sehe gar nichts mehr im Moment. Hä? Die 2 ist 1 höher, glaube ich. Okay, und dann? Da war ich doch gerade. Sie da nicht? Hier ist ein... Hier braucht man auch ein Zahnrad. Toll. Hä? Wo ist... Ach, da ist die 2. Okay. Aber das ist ja nur das Schild. Muss ich hier noch irgendwo höher? Nee. Kann der mal bei mir noch eins höher klettern? Da ist eine 3 und eine 4. Hier ist eine 2er Schild. Ich bin runtergefallen. Oh, diese Rätselkacke. Ich hab die 2. Hä? Okay, ich bleib mal hier unten, ich tu die Zahnräder dann da drauf. Okay, was soll ich machen jetzt? Jetzt die 3? Geht nicht. Hä? Warte mal, war eins davon gerade hier unten? Kannst du die 2 nochmal wegnehmen? Ah, warte. Nee, doch nicht. Nee, ich konnte die 2 jetzt nicht wegnehmen. Ich habe die 2 angeklickt, aber da passiert nichts. Hä? Und kannst du die 4 anklicken? Ne. Die 3 und die 4 sind doch direkt... Hä, wie sollen wir das denn da machen? Enzo, hast du gerade gelacht? Nein. Er hat gelacht. Das habe ich auch so gehört. Ach doch, ich kann die 2 entfernen. Ich muss nur draufspringen. Schön. Dann entferne ich mal die 1 wieder, ja? Wenn ich es irgendwie schaffe, wie springst du da drauf? Ich bin von oben einfach drunter gesprungen. Oh, jetzt stehe ich drauf. Soll ich drauf springen? Ja. Ja, gut. Nee, hier drüben geht's nicht. Nee, da geht's nicht.
Oh, ich hasse solche Kackrätsel. Damit kann man... Ach, hiermit kann man Leitern hoch. Okay. Hm. Ach, stell dich nicht so an. Entschuldigung, könntest du das vielleicht nicht machen, während ich hier spiele? Guck mal, ich kann hier eine Kiste drauflegen. Okay. Nicht, dass soll ich jetzt mal eine 2 draufschmeißen? Mach. Neon, tschüss! Kannst du von da aus... Oh Gott. Okay. Mir noch eine 3 draufschmeißen. Ja, dann mach das. Hab ich. Und jetzt? Und jetzt? Warte mal, können wir denn jetzt die Dinger da drauflegen? Guck mal, da ist ein B. Was hat denn das B zu bedeuten? Weiß ich nicht. Wie viel brauche ich? Ich glaube, die sind endlos. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ja, dann reicht es, glaube ich. Okay, dann nehme ich die 3 wieder runter. Ja, und dann mach das und dann gucken wir mal kurz. Dann sind wir jetzt hier. Ich will ja noch. Wir müssten noch eine Etage höher, ne? Wir müssen also nehme ich die 2 runter. Ja. Nee, das ist zu hoch. Aber es geht ja... Oben haben wir doch... Habe ich doch noch eine 2. Nee, das ist zu tief. Du hast aber noch eine 1, oder? Nee, ich habe keine 1. Hä, die Zahnräder sind da gar nicht mehr drauf. Oh, das ist sehr gut. Okay, also war das schon mal nicht die Lösung. Nee. Müssen die vielleicht irgendwie auf dieselbe Höhe? Da drüben steht ja die 1 und die kriegen wir auch nicht runter. Es sei denn... Jetzt ist die 1 unten. Ist die 1 jetzt komplett unten? Ich sehe es leider nicht. Nö. Und auf die 1 kriegen wir jetzt auch die Zahnräder nicht drauf. Die Zahnräder schweben hier in der Luft einfach. Oh, das ist gut. Und wir können mit den Zahnrädern nicht springen. Versuchen wir eben was anderes. Mhm. Soll ich sie dir hochlegen? Ja, ich brauche mal eine Kiste auch. Kannst du mir eine Kiste hier hochlegen? Ja. Oder warte, ich kann ja die einfach nehmen. Oh, okay. Ich habe eine. Alles gut. So. Mhm. Und dann nimm's mir weg. Gute Idee. Ach so, ich wollte dir das Zahnrad. Nee, ich wollte das Zahnrad da hochlegen. Also erst dich hochspringen lassen und dann das Ding da hochlegen. So, warte. Oder so. Jetzt haben wir es hier. Aber jetzt haben wir eine Leiter und die können wir damit nicht gehen. Aber du kannst es doch jetzt da drauflegen. Ja, aber dann bleibt es ja wieder in der Luft, so wie da unten, oder nicht? Oh! Nein. Oh! Okay. Jetzt müssen die Zahnräder nach oben. Und jetzt müssen wir die anderen Gewichte da drauflegen. Ah. Wo ist er denn, kleine Scheiße? So, und das Zahnrad muss hier hin, weil hier ist was, da muss ein Zahnrad hin. Okay. Dann packe ich mal die 4 drauf als erstes. Ja, das war zu viel. Der ist jetzt unter der Decke. Okay, kein Thema. Ich fahre wieder hoch. Und pack die 3 drauf. Ja? Nein, immer noch zu viel. Immer noch zu viel, das ist überhaupt kein Thema. Jetzt bin ich runtergefallen, ist ein kleines Thema, ein Moment. Ach so, ich kann ja keine 2 draufpacken. Ich habe ja keine 2 da oben. Aber du kannst die 3 drauflegen und dann das bis dahin fahren und dann die 2 drauflegen. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann die 3 wieder runterlegen. So,